DTM in Hockenheim, das Deutschlandfinale, das Traditionsrennen unter neuen Vorzeichen. Erstmals seit Beginn der neuen DTM ist Hockenheim nicht Schauplatz des letzten Saisonrennens. Und dennoch liegt eine Entscheidung in der Luft. Mercedes-Benz kann sich am Wochenende vorzeitig den Meistertitel sichern. Die Spannung lebt vom Konkurrenzkampf im eigenen Lager. Bruno Spengler, Paul Di Resta und Gary Paffett, ein Trio mit Meisterschaftsambitionen. Seit dem zweiten DTM-Lauf in Valencia führt Spengler die Fahrerwertung an. Die erste Meisterschaft ist zum Greifen nah. Der Mann der Stunde ist aber ein anderer, Paul Di Resta, der überragende Akteur der beiden letzten Rennen. Jetzt will der Schotte ganz nach oben. Natürlich denke ich an den Titel, das tue ich das ganze Jahr über. 2008 waren wir schon sehr nah dran und sind nur ganz knapp Zweiter geworden. Im Moment sind wir sehr gut unterwegs und wir werden weiter alles geben. Ich glaube, diesmal können wir es wirklich schaffen. Ihre Neuerung sorgt für zusätzliche Brisanz. Der Hockenheimring hat ein verändertes Streckenlayout. Ja, die Strecke ist jetzt etwas anders, das muss man natürlich beachten. Aber ich denke, wir werden trotzdem wieder stark sein. Ich habe schon gehört, dass die Strecke anders ist natürlich, das habe ich schon mitbekommen. Ich habe nicht die Möglichkeit, vorher dort zu fahren, also lasse ich mich überraschen am Wochenende. Für die Fahrer werden die Karten also neu gemischt. Die DTM zum zweiten Mal in dieser Saison auf dem Hockenheimring. Audi hat etwas gut zu machen. Die Bilder des Dreifacherfolgs von Mercedes-Benz im Auftaktrennen sind sicher noch in den Köpfen. Die Bilanz der vorherigen Rennen spricht aber dennoch für Audi. In 5 Rennen feierte man insgesamt 4 Siege. Doch die Statistik zählt jetzt nicht mehr. Ja, ich würde sagen, es gibt keine Audi- und Mercedes-Strecken mehr. Das hat vielleicht früher mal gegeben. Mit der neuen Reifengeneration ist das alles etwas stark verwischt worden. Wir arbeiten weiterhin dran. Wir wollen den ersten Sieg jetzt haben, weil ich bin davon überzeugt, wenn uns der gelingt, dann ist auch ein weiterer möglich. Audi gibt sich nicht geschlagen. Das letzte Rennen in Deutschland soll noch einmal ein Audi-Highlight werden. Die Konkurrenz hingegen fiebert einer Entscheidung entgegen. Erstmals seit 2006 soll der DTM-Champion wieder ein Mercedes-Benz-Pilot sein.